Hallöchen, Freunde der Sonne. Ich grüße euch auf der OMSI 2 Karte X10 Berlin bei mir. Heute auf einen späten Abend mit dem Mercedes-Benz Citaro LE gemoddet. Auf der Linie 115 von U-Bahnhof her Berliner Platz bis rüber nach Zehndorf Eiche. So, wir stehen hier am Betriebshof Cicero Straße, ganz in der Nähe vom Fährberliner Platz. Aktuell haben wir es 23.47 Uhr. Haut nicht so ganz mit unserer aktuellen Uhrzeit. Ich würde mal sagen, wir starten einfach. Hier steht Verbraucher aktiv, interessant. Starten wir das Ganze mal. So. Hier. Ah, okay. So. Einmal einchecken. Störung Außenbeleuchtung. Okay. Fängt sich mal gut an. Funktioniert alles? Funktioniert auch alles. Keine Ahnung. Vielleicht blinkt das einfach nur zu schnell. Egal. Solange es nicht ganz kaputt ist, ist auch nicht so schlimm. So, 115.00. Ja. Eine Route muss ich mal gucken. Zehndorf Eiche. Ah. Nee. Das war schon richtig, aber Grunewald-Roseneck. Nee, das ist viel zu kurz. Na, sag mal. Jetzt ist richtig. Gang einlehnen, Feststellbremse weg. Ah, Innenbeleuchtung brauchen wir noch nicht. Noch sind wir alleine. Ja, dann können wir los. Aktuell habe ich noch kein Lenkrad, das mir so gefällt. Oder generell. Deswegen alles noch mit Tastatur. Ah, jetzt. So. Oh, hier Stopp. Und weiter. Hat er uns jetzt schon erkannt oder nicht? Ich weiß es nicht. Aha. Also ganz dicht ranfahren also. So, wir fahren mal zum U-Bahnhof Fährberliner Platz. Das muss hier mal auf den Kollegen hier durch. Ganz fix geht es hier nach Ausfahrt in der Rechtskurve. Ui. Und freiwillig den Bordstein mitgenommen. Naja, passiert. So, gucken wir mal hier. Ah ja, sehe ich da schon was aufploppen. Ich weiß halt nicht, welche Fahrspur ist jetzt ein Watt hier. Eieiei. Gucken wir mal, 20 Minuten haben wir noch. Zur Not können wir noch ein bisschen vorspulen, aber ich denke mal, von der Zeit her sollte es eigentlich in Ordnung sein. Fährberliner Platz steht auch schon dran, ne? Das ist gut. Haben eh rot, dann können wir ja ein bisschen ausrollen lassen hier. Zehndorf Eiche. Ach, das ist doch
Vom S-Bahnhof Zehlendorf, da fahren wir ja eine ganz kurze Strecke. Da bin ich mal gespannt, ob wir dann noch zurückfahren. Wir fahren nur 20 Minuten laut Fahrplan. Also mal, wann wird denn hier grün, Alter? Ah, okay. Okay, damit hat sich die Frage auch schon beantwortet. In dem Sinne. Hier sind zwar Haltestellen, aber keine Linie ist hier versehen. Also schon, ne? Aber man kann sie nicht fahren. Bei bestem Willen wüsste ich jetzt auch nicht, welche das sein soll. So. Dieser Bus hier, der Citaro LE, fährt aktuell in Berlin, soweit ich ihn gesehen habe, für den, oh Gott, für irgend so einen Bus, der zwischen Gosen und Müggelheim verkehrt. Aber welche Linie das jetzt nochmal im Detail war, keine Ahnung, Uhr 300 oder irgendwie so, keine Ahnung. So. Wir haben zwar noch ein paar Minütchen, ne, aber ich will jetzt hier nicht unbedingt warten. Wir können hier noch mal kurz warten. Hier ist nämlich die Betriebshaltestelle. 12 ist Abfahrt. Dann machen wir mal um. Oh. 0:09 Uhr. Ich stelle die doch auch nicht zurück. Warte mal, dann null. So, und dann den 115 Betriebsfahrt, nee, Neuruppin nach Straße, nein, Fährberliner Platz, Sicherowstraße. Ah ja, hier, Fährberliner Platz, Zehlendorf Eiche, 0:12 Uhr, 0:34 Uhr, Umlauf 61, wir fahren nicht als Verstärker, sondern lösen ab. Und dann geht's auch schon los. Okay. Jo. Die ewigen roten Ampeln. Ach, nee, nee, nee. Na gut. Zum aktuellen Aufnahmepunkt muss man sagen, es ist 23:02 Uhr. Und oder eher gesagt, in Omsi ist es schon 0:09 Uhr. Also, naja, dann passt es schon ungefähr. So, können wir ja schon mal ein bisschen Licht einschenken hier, ehe sie hier anfangen zu meckern, ob wir schon an Glühbirnen sparen müssen, ne? So. Wuff. 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 Ach, siehst du, grün wird das auch schon. Grün, grün, grün ist alles, was ich liebe. Grün, grün. Ich wollte schon sagen, der wäre ja bei Rot gelaufen. Alles, was ich hab, darum lieb ich alles, was so grün ist. So, hoppala, und nach dieser schönen Einlage, hoppala, pardon, müssen wir mal gucken, wo ist denn hier die Haltestellenbremse? Ah, hier. So. Judentag. Oh, guten Morgen, wa? Einmal normal, bitte. Einmal normal.
Fahrschein normal, 2,40. Ja, drucken. Wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja. Kannst du auch. Entschuldigung? Ja. Ja, ja, Tageskarte. Hier. Mach mal. Wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, kannst du doch. Hallo? Ja, hi. Wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja. Geht's noch weiter? Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, jetzt halt nur mal den Ball flach. Wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja. Geht's noch weiter? Nö. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ach so. Ah. So, 2,40. Entschuldigung, krieg ich auch noch was zurück. 9, 90, 10, bitte. Immer diese Ungeduldigen. So, was sagt denn eigentlich die Uhr? Ja, können abfahren. Das 11, der Bus schnauft schon. Naja, trau dich, komm ruhig vorbei. Ach, sogar noch mit altem Kennzeichner. Danke. Macht das jetzt automatisch oder muss ich das machen? Aha, also Ansagen haben wir anscheinend nicht. Ey! Mensch, schieb doch dein Auto, Alter. Meine Fresse. So, nee, Ansagen funktionieren auch nicht. Huch. Ach doch. U-Bahnhof Ferveliner Platz. Hoffmann von Fallersleben Platz. Wollen Sie nicht raus? Also nicht. Ich hätte mal die Ansagen hoch weitermachen müssen. Bei manchen Bussen, da geht das von automatisch. Und bei manchen, da musst du auch selber hantieren. In Iveco Crossway, bei ihm hier. S-Bahnhof Hohenzollern-Damm. Ey! Manne, Alter. Junge, 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 hat der Nerven. So, wir müssen dann mal gucken, ob wir zurückfahren, dass wir nochmal zu Cicero Straße zurückkehren. So. Guten Tag. Können Sie vielleicht ein bisschen heller machen? Ich bin kurzsichtig, ich sehe nichts. Hä? Warte mal. Bin ich jetzt blöd oder muss ich jetzt da wirklich drüber überlegen? Sie ist kurzsichtig und kann nicht sehen, wenn es dunkel ist. Ein bisschen den Subwoofer verstellt, aber alle den. Oh! Oh, alter Rooster! Oh! Friedrichsruher Straße. Ich meine, ich bin ja auch kurzsichtig, ne? Also ohne Brille bin ich blind wie ein Maulwurf. Aber ob man jetzt nun kurzsichtig ist oder nicht, wenn es dunkel ist, dann sieht man einfach nichts. Also, ja, weiß nicht. Hat auch noch keiner gedrückt, wa? Ja, noch keiner raus hier. Nö. Hm. Ah, gleich mal. Wir gehen mal jetzt mal hier richtig Stoff. Und dann kicken wir mal wieder Rust, Alter. Warte. Da. Oh. Alter, finde. Der Rust aber ganz schön, ey. Dabei ist diese Citaro-Generation noch nicht mal so alt. Und dann rußt der schon? Oder der hat noch ein anderes Problem, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Außer Außenbeleuchtung. Aber gut. Hoppala. Pardon.
Guten Tag. Hier steht irgendwie minus 25? Hä? Wir sind voll im Plan, Alter. Kuno-Straße. Ja. Hm. Ich weiß nicht. Oder ist es... Oh, da im Spiegel. Oh. Jetzt. Junge. Der Ruß ohne Ende. Der arme Alter. Salzburger Straße. Moin. Hallo. Moin. Okay. Hui. Falkendeckstraße. Na, schön bei 50 bleiben, aber ich glaube, der junge Mann da vorne fährt mehr als 50. Aber gut, das ist dann seine eigene Sache, ne? Keiner raus, keiner rein, wa? Nö. Dann Yumi. Elsterplatz. Ja, und sonst so? Frauen, Kinder? Oh, das Grün. Das brauchen wir. Ist wichtig. Oh Mann, ey. Schon mal rüber. Ah, Porsche. So. So, und ab die Post. Achso, es war schon. Nur der nette Herr wollte weg. Boah. Rust ohne Ende. Roseneck. Ah, Roseneck. Auch ein Endpunkt von der Linie hier. Glaube auch von der 285, aber... Ah, siehste, da kommen sie schon. So. Herr und Frau Kollege. Manne ist auch da. Die olle Manne. So, Kurve. So. Kommen sie, nein, junger Mann. Hallo, gute Morgen. Oh, wie so Laune hat er. Aha. Fahrkarte hat er. Das ist schon mal gut. Ah, scheiße, nee. Fahrkarte ist schon mal gut. Ah, Betriebsfahrt, wa? Ja. Moin. Messestraße. So, und dann kommen wir ja bestimmt noch am Oskar-Helene-Heim vorbei. Am U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim. So, schön sachte um die Kurve. Hier ist dann auch schon die Haltestelle. Keiner raus, keiner rein, dann weiter. Pücklerstraße. Ah, die Pücklerstraße. Benannt nach dem Fürst Pückler. So, so schönes Eis wäre ja so was. Hm. Aber nicht um diese Uhrzeit. Bisschen abbremsen, falls auch einer mal auf den letzten Drücker drückt. Aber ich glaube, nee, wir können weiter. Finkenstraße. Ach, Finken, ich hab was anderes verstanden. Da ist er auch schon. 3,10 Meter haben wir. Naja, schon ordentlich. Keine raus, keine rein, wa? Na dann weiter. Königin Luise Straße, Blechallee. Hoppala, pardon. Aus Versehen auf den Lenker gekommen. Ich
will gar nicht wissen, wie er jetzt ruht hier im Hintergrund. Das sehen wir jetzt gerade nicht. Eckwert ist nicht wenig. Ah, scheiße. Ja, war schon rot. War schon rot. Kein Kirschgrün. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das war kein Kirschgrün mehr. Alles für nicht, könnte nicht schaden. Was? So, alles an. Ich weiß nicht, was ihr habt. Da. Ist doch alles an. Naja. Oh Mann, Alter. Alliiertenmuseum. Da wollten wir mal in der 7. oder 8. Klasse mal hin ins Alliiertenmuseum. Hat aber nicht so ganz geklappt. Ich weiß gar nicht, was wir dann genommen haben. Glaube DDR-Museum. War aber auch ganz schön spannend. Huch, hoppala. Pardon. Oh ja. Sehr am Bordstein, muss man mal sagen. Piep. So. Freie Bahn. Na dann. Avanti. Hüttenweg. Hüttenweg. Mhm. So lange schon diese Strecke nicht mehr gefahren hier. Letztes Mal wirklich, als der PC noch kaputt war. Muss mir jetzt hier so ein externes Gerät kaufen. Oh, ups. Entschuldigung. Hier so eine externe Festplatte. DVD-ROM. U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim. Ah, sag ich ja. Und hab damit auch hier OMSI hier X10 Berlin installieren lassen können. Projekt Gladbeck habe ich auch auf CD. Und Wien. Aber Wien, komischerweise, hat er, glaube ich, installiert. Gehabt. Physik ist nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall Projekt Gladbeck habe ich noch auf CD und dann war es das auch schon. Ansonsten besitze ich ja noch hier so Fahrzeug-DLCs, wie jetzt hier die Inveco Stadtbusfamilie, die Urbino 2, Urbino 18, wie Urbino Stadt. Tut mir leid. Hallo. Hallo. Urbino Stadtbusfamilie, also heißt das. Und dann hier MAN Stadtbusfamilie und ach, also hier so Fahrzeug-Addons und so, ne? Und dann halt auch Mods. Ganz normale Mods. So wie ihn hier, den Bus. Play Allee 229. Ich verstehe immer noch nicht, warum das halt so heißt. Ne? In Frankfurt oder hier wird auch eine Haltestelle, die heißt Neue Welt. Fährt sogar eine Straßenbahn entlang. Abwarten, ob jemand rein will. Nö. Schützallee. Ah, die Schützallee. Die kenne ich auch noch. Hier die Straße rennen. Genau hier links. Dort habe ich in der Ausbildungszeit zum Maurer oder ja, als Maurer zum Maurer mit bei der Firma ein Haus gebaut. Also, ne? Wir haben halt Mauern gesetzt, die Hausmauern
ab und an kamen dann auch mal die Hausherren vorbei. Oder, naja, Bauherren. Oh, ups. Ach, die... Hat sich jetzt die Ampel ausgeschalten oder was war das jetzt hier? Und ja, war cool. Wir haben Getränke und Mettbrötchen mitgebracht, alles was der Bauherr so liebt, ne? Oder der Bauarbeiter so liebt. Mega geil. Ja, und haben sich das halt angeguckt, was wir hier gemacht haben. Ich weiß auf jeden Fall, das EG war schon fertig. Und als ich dazu kam, haben wir schon das erste OG angefangen. Und auch in der Zeit, in der ich da war, habe ich dann viel Fortschritt auch mitbekommen. Hallo. Moin. Also, war schon cool, die Zeit. Und ich musste auch wirklich immer hier die Strecke entlang. Bis zum S-Bahnhof Zehlendorf. Also jetzt... Also, na, eher gesagt, von meiner Strecke aus, dann dorthin, dann dort umsteigen, dann bis Südkreuz, glaube, dann hier bis Zehlendorf, dann mit dem X10 bis zur Schützallee und dann war Ende. Zehlendorf, Eiche. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus. Muss ich jetzt hier rum oder? Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt noch nie bis zur Eiche gefahren. Und ja, schwer die nicht. Und auf dem Rückweg ging es dann immer mit dem X10er bis zum Zoologischen Garten, also halt bis zur Endhaltestelle und dann halt zurück mit dem Regio. Und wenn die Zeit wirklich jetzt noch ein bisschen gut war, dann hat man noch einen schnellen Abstecher zu McDonald's gemacht. Nee, das ist noch nicht unseres. Also, alles richtig. So, und wie verhält sich das jetzt hier? Zehlendorf Eiche. So. Was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt... Ich muss ja irgendwo hier wenden können, ne? Achso, der geht jetzt hier eh mal durch. Ah, okay. Muss ich mal kurz gucken. Moin. Wo hier eine Wendeposition ist. Wo ich wenden kann. Hier sieht es gut aus. Fahren wir mal rein. Rathaus Zehlendorf. Ah, okay. Hier steht Anlieger frei. Da ist eine Haltestelle. Teltower Damm. Fahren wir hier mal rein. Ich glaube, ich hätte von der anderen Seite tatsächlich fahren müssen. Aber wir können da schon mal Route 7 einstellen. Huch! Ja, genau. U-Bahnhof Herr-Berliner Platz. Ach du heilige Scheiße. Da wegen jetzt hier. Huch! Zu früh. Ach du Scheiße. Ach, das steht für die Minuten, die zu früh bin. Ah. Na toll, was hab ich denn jetzt hier gemacht? Ah, na toll. Na los. Fahr, Kusch. Ach, hier hätte ich halten müssen. Okay. Warte mal, ganz kurz. Nein, stopp. Muss ich jetzt hier halten? Nö, okay. Dann ist gut. So.
Da kommt. Ah, doch. Okay. Ich hab nichts gesagt. Gut, dann können wir ja hier wieder ausmachen, ne? Zack. Wie sicher wohin? Gelten wir denn jetzt schon als Nachtbus? Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, die Tour müssen wir jetzt noch und dann sind die Nachtbusse. Oh. Ich kann ja mal kurz hier ranfahren, gucken. Hoppala. Hier haben wir eh noch ein paar Minuten. Oh, nehme ich den hier. Zup. Nehmen wir mal Feststellbremse. 20 Minuten. Alter. Ist das wirklich unser Fahrplan hier? 20 Minuten? Boah. Na, mein lieber Scholli. Ich kann ja mal kurz gucken. Keinen aktiven Plan. 115 Umlauf. Ach, siehste. Zehlendorf Eiche. Betriebshof Cicero Straße. Ja. Gucken wir mal. Es muss doch bestimmt eine andere Route dafür geben. U-Bahnhof, Fährberliner Platz. Nee, das ist glaube ich falsch. Bibi. Ah, scheiße, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Route 7. Okay, Route 6. Ich glaube, dafür gibt es keine richtige. Da kick mal. Er sagt das schon nö. Rathaus Hillendorf. Ach, wenn ich. Oh, scheiße. Es ist nicht dort, wo wir jetzt hier stehen. Ach, Tatsache. Rathaus Zehlendorf. Dann ist es das. Dann ist es das. Aber wir gucken noch mal kurz. 115, Umlauf 61. 2 Minuten. Ja, das ist es hier. 1, schieß mich tot. Gut. Ja. Handbremse muss man auch lösen. Ja, dann können wir das hier wieder schließen. Warten wir mal kurz. Mach hier nochmal kurz frische Luft drin. Und dann geht's auch schon los. So, das können wir nicht einstellen. Mal kurz gucken, was können wir hier alle drücken. Ah! Okay, also hier können wir auch selber auf Stopp drücken. Können wir hier auch die Fenster aufmachen? Nee, wa? Nee. Können wir nicht. Aha. Gut. Können wir los. Ampeln sind eh aus, also Feuer frei, Marianne. Zehlendorf Eiche. Kann ja wenigstens mal gucken, ne? Auch wenn ich Vorfahrt hier wehren muss. Aber man kann höchstens doch mal gucken. Fährt der Olle? Oder fährt der nicht? So. Mann, das steht auch schon parat, Sieg. Dann kommen Sie mal rein, junger Mann. Willst du ja nicht mit? Willst du ja nicht? Paris, Athen, auf Wiedersehen, mein Freund. So, was macht ihr hier? Ich hab keine Zeit für so eine Scheiße. Scharfe Straße. Oh, also, kick dir das mal an. Welche Flitzpiepe parkt denn so, Alter? Junge, Junge, Junge. Ich glaube, hier will auch so weit keiner mit.
meine, das ist schon 0 Uhr, ne? Also, da will keiner mit. Schatzallee. Wir sind sogar zu spät. Eieiei. Erst zu früh, jetzt zu spät. Junge, Junge. Naja, das ist halt ausgelutscht, ne? 0 Uhr, keiner will so richtig mit. Leichhardtstraße. Wird eine entspannte Fahrt. Aber Lichter mache ich dann erst aus, wenn wir wirklich dann zum Betriebshof fahren. So, was haben wir hier? Komm doch mal aus dem Knick mit dem Taxe. Oh Junge. Nö, will keiner mit. Dann brauchen wir auch nicht anhalten wegen unseren Minuten. Können wir einfach schnurstracks durch. Ey! Süßer, ey, sag mal. Kurve. U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim. Man sieht doch, dass da welche parken. Hüttenweg. Ah, guck mal, das ist ein Kollege. Entweder ist es ein X-Szener oder einer, der zum Betriebshof fährt. Ja, ich glaube, wenn ich das so richtig lese, ja, das ist ein Betriebsvater. Fahr! Seht ihr das jetzt nicht? Will der einer rein? Nö. Dann folgen wir ihm mal. Wir haben eh jetzt ein paar Plusminuten, wa? Nee. Was? Nee? Alter. Alliiertenmuseum. Sag mal. Jetzt sind wir zu spät, jetzt sind wir zu früh. Jetzt sind wir zu früh, jetzt sind wir zu spät. Ey, Atze. Was ist denn da? Oh. Oh Junge! Danke. Er lässt mich wenigstens drin. Das ist 50. Danke. Huch. Königin Luise-Straße, Clay Allee. Ah, noch ein Kollege. Betriebsfahrt? Ah, der Nachtbus. Ah, kick mal hier. Sachtlehmstraße, Zehlendorf. Der N10. Der erste Nachtbus fährt hier gerade. Schön. Schön, schön. Na los. Frauchen hat Essen auf dem Tisch. Oder auf dem Herd, eher gesagt. Ist ja noch nicht auf dem Tisch, dann wird es kalt. Schmeckt dann ohne mehr. Finkenstraße. Die Finkenstraße. Da sind wir ja auch gleich wieder da, ne? Haben wir überhaupt jemanden, der mitfährt? Na, nee, die laufen. Hüttlerstraße. Huch. Nö, bisher sind wir passagierfrei, ne? Ich glaube, das wird auch so bleiben. Ich meine, schon mitten in der Nacht. Hier hoch. Können wir mal noch richtig Ruß abgeben hier.
85 ist er hier drosselt. Uiuiui. Kommt aber schon ganz schön in Schwanke, ne? Wer ist immer noch plus Minuten? Alter, wir haben 5 Minuten Verspätung. Alter, ich rase ja hier schon wie ein Roland, Alter. Wie so ein rasender Roland. Und dann haben wir noch 6 Minuten Verspätung. Wie kommt denn das? Letzter Platz. Das? Nee, nee, nee. Das kläre ich mit dem Chef. Oh, da steht jemand. Oh, hoppala. Ah ne, die läuft. Hm. Dachte erst, wir kriegen doch noch vor Ende noch jemanden in den Bus. Hoch. Jetzt. Aber Blinker setzen und weiter. Frocken, was? Frockenbeckstraße. Warte mal. Hat man die vorhin auch gehabt? Tatsache. Na, ich das nicht so mitbekommen. Wollte ich schon sagen, Frockenbeck. Muss ich ja gleich hier irgendwo abbiegen, aber nee, 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 nee. Nee, nee. Alle gut. Na, ich das akustisch nicht verstanden vorhin. Was das jetzt hier für eine Straße ist. Ja, schnock den mal aus, mein Kleiner. So. Los. Tote Hose. Können wir auch den hier machen. Oh. Ja, jetzt ist es aus. Ja, Salzbrunner Straße, die hatten wir. Aber ist auch keiner drin. Kuno-Straße hoch. Ja, ja, ja. Ah, hier sind auch die Ampeln gerade ausgegangen. Da war der Kollege ein bisschen überfordert, was er jetzt machen soll. S-Bahnhof Hohenzollern-Damm. Ja, dann sind wir gleich da. Dann noch eine weitere Station. Hier, der. Der fährt schon zur Cicero-Straße. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ein kleines bisschen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, ist das herrlich. Paralleleinfahrt, könnte man so sagen. Ein schönes Bild. Direkt mal gespeichert. Wir sehen uns gleich zum Kaffee. Hä? Hä? Seht da richtig? Hä? Hat da jemand Stopp gedrückt? Und Kameras ausgefallen. Ja, der Bus, der spinnt jetzt. Da wird mir ein Haltewunsch angezeigt, obwohl keiner drin ist. Hoffmann von Fallersleben-Platz. Können.
Oh, guck dir mal an, wie viele hier sind. Oh. Einige wollen bestimmt zur Cicero-Straße. Dann kommen wir mal mit. Wird mir nur immer noch angezeigt. Oh, habt ihr schon wieder den Rooster gesehen? Alter. Die sind bestimmt alle schon weggefahren. Ja. Nee, da hinten. Da, da sind welche. Und wir haben grün. Los, Avanti. Avanti, hinterher. Wir mit dabei sein. Oh, 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 oh. Der eine fährt geradeaus. Wo will der denn hin? Hm. Der biegt da irgendwo ab. Ah, durch ein Portal. Das ist irgendeine Linie, die ja gefahren ist. So. Oh, hi. Nein, gar nicht gesehen. Naja, hier steht auch dran, 115 Betriebsfahrt. Steht hier dran? Ach, 104. Ah. Aber wenn da 104 dran steht, warte mal. Ach. Zum Theodor-Heuss-Platz fährt er. Okay. Können wir ja schon mal langsam anrollen. Denn wir haben bestimmt jetzt gleich grün. Hoppala, das war ein bisschen zu stark. Was hast du denn da? Fahr mal vor. Ist bestimmt Abbieger, wa? Ja. Der 104. Ich glaube, der hier fährt. Den wir nicht fahren können, sondern nur die KI. Ach, kick mal. Kick mal, wer da kommt. Na, wo will er hin? Ich will auf jeden Fall nach links. So. Fahr. Ich komm nie rum, wenn du da stehst. Noch. Gut, dann müssen wir das mal so probieren. Wir werden andocken, aber vielleicht auch nicht. Naja, gerade noch so, ne? Gut. Einmal ankündigen und dann suchen wir uns hier irgendwo mal einen freien Platz zum Einparken. Fahren wir doch mal hier zu den ganzen MANs da hinten.
einfach so als Kontrast und weil wir das können. So, Linie machen wir mal 1. Oh, jetzt hat er ein E gemacht. So, jetzt. Genau. Piep mal schön. Ich will mich hier irgendwo... Ah ja, hier, piep mal. Suchen wir uns mal einen freien Parkplatz. Ja, hier. Hier so. So. Perfekt. So. Karte raus. Hier ist alles aus, da ist alles aus. Und jo. Haben wir alles. Und naja, ein bisschen schräg am Ende, aber nicht angedockt. Sogar mit Platz gelassen. Jo, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich. War eine schöne Runde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wa? Bis dann. Oh. Ach da, kick mal. Fährt in eine Fahrzeughalle.